Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, tatsächlich ist schon der nächste Morgen. Es ist jetzt 6:57 Uhr und ich habe wieder Allergieschnupfen, wie schon so oft morgens. Guck mal, es ist noch ganz dunkel draußen um 6 Uhr irgendwas. 6:57 Uhr. Richtig dunkel noch. Da sind die Hunde. Oh nein, jetzt springen sie mir gleich gegen mein Fliegengitter. Das ist aber richtig süß. Wenn einer mich sieht, dann guckt er immer sofort den anderen. Dann habt ihr das eben gesehen. Sofort wird der andere auch angeguckt. Hast du schon gesehen? Die ist aufgestanden. Hast du gesehen? Richtig süß. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt schon wach. Ich hatte mich gestern Abend dazu entschlossen, heute in den Tag reinzufloggen, weil ich habe mich noch nicht verabschiedet von euch gestern und dann dachte ich mir, egal, machen wir am nächsten Tag in den Vlog mit hinein. Das haben wir ja in den letzten Wochen schon öfters gemacht und ich muss mich daran wahrscheinlich auch wieder gewöhnen, weil nämlich, ja, ich bald wieder nach Deutschland gehe. Ne? Die ganze Nacht habe ich daran gedacht, dass ich nicht direkt fliegen kann. Ich weiß auch nicht, aber umsteigen, ich habe, was man noch nie gemacht hat, ne, da hat man halt so ein bisschen Respekt vor. Ich war noch nie am Flughafen Sabiha Gökçen, also ich war schon da, aber nicht alleine, ne, und das ist auch ewig her. Das war, als wir in Ankara eingestiegen sind von da und wie gesagt, das ist ewig her. Ich bin noch nie umgestiegen alleine, das ist schon, ja, viele machen das, ich weiß, alles ist normal, aber mein, nur außerdem ist das alles so anstrengend. Ich habe gestern noch nicht geguckt von Gazi Pascha, wie viel das kostet. Es gibt einen Flug. Ich glaube, da sind noch zwei Plätze oder so frei für 249 und glaube ich einer für 279. Aber das ist ja wirklich ne, das ist ja wirklich so teuer, ne? Und wenn ich dann für die Hälfte fliegen kann, dann muss ich mich schon, ja, Herausforderungen bestimmt das Leben, ne? So sagt man doch, guck mal, wie feucht das geworden ist da. Mal. Da, das ist richtig feucht vom Regen, ja. Das muss mein Mann unbedingt machen. Ich weiß auch nicht, das muss ja irgendwie vom Dach kommen, aber kann ja eigentlich gar nicht, weil da ist ja auch ein Dach drüber hier. Hier ist ja, vielleicht ist es auch gar nicht nass und das sieht nur nass aus. Also ich finde, das sieht nass aus. Und das habe ich jetzt hier überall. Also das Schlafzimmer hier ist als nächstes dran. Das muss er als nächstes machen. In der Ecke auch. Aber hier ist besonders schlimm an den Außenwänden. Jedenfalls, so ist es. Und nehme ich mir hier das Wasser alles wieder mit. Meine Allergie macht mir zu schaffen. Ich habe Schnupfen, ich niese, ich habe schon ein Taschentuch, nee, anderthalb Taschentücher durch. Ach ja, ich sag's euch. So, jetzt machen wir hier mal Licht an. Obwohl noch wirklich kein Abend mehr ist, ne? Wasser mache ich mal wieder in den Kühlschrank. Und dann, ich mache meine Gebetsklamotten aus und meine richtigen Sachen an. So. Ja. Und dann mein Stativ. Dann mache ich mal hier überall auf. Und Moment, ich ziehe mich mal eben an. Ich hasse es im Dunkeln, ne? Mag ich gar nicht. Aber es wird schnell hell. Es wird schon draußen. Ich sehe schon.
aber für die gibt es noch nicht. Ich glaube, das haben die gestern waren sie gieriger. Aber warum? Was macht ihr denn da jetzt? Hä? Warum interessiert die gerade hier gar nichts? Ist da wieder irgendwas? Hm? Na gut. Ja, als erstes koche ich mir gleich mal einen Kaffee. Aber ich wollte hier nochmal aufräumen. Ich hatte hier ja noch nicht so richtig aufgeräumt. Das will ich noch einmal machen. Für was die ganzen Kabel alle immer sind, Mensch. Kopftücher ist hier eigentlich auch, muss eigentlich mal hier in die Schubladen irgendwie. Ich kann eigentlich auch mal die ganze Kosmetik, die ich hier drin habe, wegschmeißen. Das habe ich da in Deutschland auch gemacht. Weil das ist alles alt, bestimmt. Das mal machen. Alles wegschmeißen. Ich glaube, das mache ich mal. Stinkt schon hier. Ich mache das mal. Ich schmeiße das mal alles weg. Aber ich nehme mal eine Tüte. Dann kann ich nämlich die Kopftücher da reintun. Nee, ist noch zu früh. Nein. Es ist noch zu früh. I'm sorry. Kann ich die Kopftücher da reinpacken? Ne? Alles gut. Kein Problem. Ein bisschen später, so lange könnte ich schon noch warten. So, so. Wollen wir uns mal hier hinsetzen. Dann mache ich das mal eben. Hier die Kopftücher reintun kann. So, was haben wir hier? Pflaster, das muss bleiben. Hier ist noch meine Palette, die kann weg, weil ich brauche das sowieso nicht. So. Und das kann auch weg. Hagellack Infinity. Diese Creme lasse ich nochmal, das Pferdesalbe. Ich weiß nicht, aber ich habe die schon mal aufgemacht, glaube ich, oder? Ist die schon mal aufgewählt? Nee, die ist noch zu. Und wie lange ist die haltbar? Ah. Ich hatte ja früher, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, richtig dolle Nackenschmerzen. Also nicht immer, aber sehr oft, dass ich das hier so verhakt hat, verrenkt hat irgendwie. So fühlt sich das an. Und dann kann man sich ja ein paar Tage nicht bewegen so richtig. Ne? Also man kann immer nur so gucken oder so, hattet ihr bestimmt auch alle schon. Und dann soll diese Pferdesalbe richtig gut helfen. Hat Evan mir empfohlen, die habe ich dann geholt. Lindert Belastungsbeschwerden bei Rücken- und Muskelverspannung. Und die hatte ich dann mitgenommen im Auto, als ich ja gekommen bin mit meinem Mann. Wie lange ist sowas denn haltbar? Also, hier ist ein Haltbarkeitsdatum. Das kann ich nicht lesen. Das kann ich nicht lesen. I'm sorry. Noch eine Maske. Und die Palette von TomTom Beauty. Eigentlich alles viel zu schade wegzuschmeißen, weil ich glaube nicht, dass Lidschatten kaputt geht. So, ein Döschen noch, Kugelschreiber. Ich werde jetzt alles wegschmeißen. Eine Foundation, die habe ich hier mal geholt für 30 Teller in dem Schnäppchen-Shop von PS, Prime, Dings, Kontur, Geschichte.
Ne, Lidschatten, ich hätte ein Contour-Set von weiß ich nicht woher. Medusa habe ich auch hier gekauft. Lidschatten. So. Medusa habe ich hier auch gekauft. Noch ein. Ah ja, von Lacome. Hypnos-Drama. Also das ist sogar das Original. Hatte ich mal für 30 Euro gekauft. Also dieses Ding hier, ne, hat mir immer meine Augen zum Tränen gebracht. Da muss irgendwas drin sein, was ich nicht ab kann. Lippenstift. Ganzen Pinsel lasse ich mal hier. Die kann ich vielleicht noch irgendwie anderweitig gebrauchen. Ich wundere mich, wo die ganzen Pinsel sind, ne? Alle hier. So. Die Ecke, den Lippenstift. Wo ich den habe? Keine Ahnung. Revaldrup. Löscher. Sien. So viel Zahnpasta habe ich hier, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich die alle her habe. Wir haben alles voller Zahnpasta hier. Noch einen, den hatte ich in Deutschland mal richtig gut gesucht, der richtig doll gesucht. Der ist von Ultra Define von PS von Primark. Der hat so einen ganz feinen, damit kann man ganz toll nachmachen die Wimpern oder unten schminken. Den finde ich immer richtig toll von PS, also von Primark. Bei den gibt es glaube ich auch nicht mehr. Der war mal im Sonderangebot für 1 Euro oder so. Ich noch ganz viel Parfum hier. Larivé, der riecht immer noch. Schmeiße ich aber jetzt auch alles weg. Trended Up. Und die ganzen Dinger hier für die Augen oder für die Augenbrauen hier von Wonderlash. Ich glaube, den habe ich auch mal aus dem Internet. Alles weg. Nochmal Nagellackentferner weg. Auch vom PS Eyeshadow Cream. Hyaluron-Creme weg. Den habe ich auch rauf und runter benutzt. So ein Contour-Ding halt, ne? Auch von PS, von Primark. So, ne? Für die Augenwinkel oder um die Augenbrauen richtig. Ja, in Form zu bringen, habe ich immer gern damit gemacht. So, und dann sind wir durch. Das ist aber immer noch richtig voll hier. Scheiße. Tja, das weiß ich auch nicht. Ah ja, Bepanthen Jill Bockham Creme, das ist eine, die war sehr, also das heißt selber, haben wir beim Migros gekauft. Ich glaube, die hat 6 Euro oder 7 Euro oder so gekostet. Die haben wir für meinen Sohn geholt, als er seine Hände verbrannt hat. Ich hatte ja erzählt, der hat ja, Trigger, wenn ihr das nicht hören könnt, der hat ja einen Unfall gehabt auf der Baustelle und hat seine ganzen Hände in Flächen verbrannt. Das war richtig schlimm, das war am Anfang des Jahres. Konnte er dann auch nicht arbeiten, natürlich lange. Stand auch zur Frage, ob er eine Transplantation haben muss, von den Beinen, glaube ich, wird das dann weggenommen und an die Hände transplantiert. Alhamdulillah, das ging ohne, ist auch wieder gut verheilt. Nur aufgrund der Brandwunden musste er dann halt, als er hier war, er ist dann nämlich kurz danach hierher in Urlaub gefahren, musste das immer einschmieren mit dieser Creme. Ich weiß gar nicht, wie lange die halt war. Es steht hier auch wieder bekannt. 25.12.25. Aber wenn die auf ist, ich weiß ja nicht. Ja, jetzt habe ich hier viel rausgeholt, aber es ist immer noch voll, das Ding. Mensch, das finde ich gut. Muss vor allen Dingen alles mal geputzt werden hier. So kann ich meinen Kopf wieder da nicht reinmachen. Und das hat mir jetzt nicht so wirklich was gebracht. Was ist hier? Alte Strümpfe.
ich glaube, hier kann ich das reinmachen. Hier habe ich noch, was ist das? Ja, eine Strumpfhose, die hatte ich mitgebracht, genau. Ich glaube, ich mache das einfach hier rein, aber auch hier muss ich einmal wischen, bevor ich sie da rein tue. Ach ja. Alles voller alter Strümpfe hier. Ich die nicht alle wegmachen, aber eigentlich sind die alle, die sind nicht bestimmt alle noch in Ordnung, die Strümpfe hier. Das, die sind nicht hinüber. Ein altes Buch, eine Hassbacken auch mal weg. Dann packe ich die da rein. So. Okay. Mal das. Die auch. Siehst du. Und das kann weg. Die Schicht hier rein. Was habe ich hier noch alles für ein Kram drin? Ah ja, hier habe ich noch meine alten Zettel von meinen Parallelkanälen, was ich da immer machen will. Ich glaube, ich habe auch schon alles abgedreht. Was ist das? Transportservice. Visitenkarte. Was ist das alles? Oh ja, alles Visitenkarten von meinem Mann. Ja, die lasse ich alle hier. Ganz viele Cents und eine tolle Sonnenbrille. Und ich bin mal auf die Suche gegangen, ne? Nach einer Sonnenbrille. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Na? Sieht doch schick aus, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt, Leute. Ich glaube, die habe ich mal im Billo-Shop in Deutschland gekauft. Tja. Man hat alles, aber benutzt das nicht, ne? So. Und die habe ich auch mal geholt, weil immer die Kinder irgendwie sowas brauchen. Und dann habe ich gedacht, ich hole das mal, lasse ich mal im Ding leben, noch ein Zettel. Spartipps von Uma. Habe ich mal ein Video zu gemacht auf meiner Finanzakademie. Ich meine, das sind immer, ist immer Arbeit, ne? Da muss man immer vorarbeiten und Skripte schreiben und so. Was ist das? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist Grundsteuerquittung für die Grundsteuer. Ich habe hier noch eine. Ja, das ist aber, die weiß ich, die habe ich von meinem Sohn bekommen. Die hat er mal irgendwo geschenkt bekommen. Alles da, ne? Was ist das denn? Hä? Keine Ahnung. Das ist nochmal so ein Haarband, glaube ich. Eine Stoffwindel, damit wollte ich so viel machen für meinen Beauty-Kanal. Ich habe es nicht gedacht. Ne? Ja, aber da ist nicht viel wegzuschmeißen. Eine alte Brille. Ich alles hier. Deswegen, da kann ich jetzt nichts machen. Na denn. Natürlich auch mal wieder hier rein. Ich hab
vorbei. Die werde ich suchen. Ne? Wenn ich sie irgendwo tue, dann suche ich sie bestimmt. So, das ist dreckig. Zimmer. Dann haben wir Müll einmal weg. Das kommt auch weg. Ja, Harnkrät. Und hups, die Bups ist hell geworden. Ne? Ja. Hups, die Bups ist hell. Mein Müll. Kosmetikmüll, alles weg. Ich habe ja in Deutschland auch alles weggeschmissen. Ne, es gibt aber noch nichts. Das ist noch zu früh. Ja, erst eine Stunde. In der Stunde. Okay. In der Stunde. Immer meine Brille noch mal eben holen. Habe ich, glaube ich, vergessen. Fenster hier können wir schon mal aufmachen. Und mein Bett. Ich schwitze nachts, ehrlich. Ich war heute auch schon wieder total nass geschwitzt. Hier können wir mal ausmachen. So. Und damit beende ich jetzt den Vlog und werde gleich wieder einen neuen starten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Für mich gibt es jetzt gleich Frühstück und bis morgen, inshallah. Oder bis gleich. Tschüss.